Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal DividendenTV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David und heute mit den Themen Dividende als passives Einkommen. Wie viel Prozent Dividendenrendite sind überhaupt realistisch? Wie viel Vermögen benötigt man für 1000 Euro Dividende im Monat? Und sind 1000 Euro Dividende als Normalverdiener überhaupt möglich? Ja, bevor das Video aber losgeht, wie immer kurzer Disclaimer: Die veröffentlichten Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Mit Aktien kann man Geld verlieren und es wird von mir keine Haftung für mögliche Verluste übernommen. Jeder muss mit seinem Geld selbst entscheiden, in welche Wertpapiere er investieren möchte und sollte dies nicht nur aufgrund des Videos tun. Und es kann natürlich auch von mir keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier präsentierten Daten übernommen werden. Passives Einkommen durch Dividenden. Ja, wer wünscht es sich nicht mehr arbeiten zu müssen und das Geld kommt einfach von selbst aufs Konto? Was versteht man unter aktivem Einkommen und was unter passivem? Das sehen wir uns jetzt schnell an. Also aktives Einkommen ist einfach eine Rückvergütung von Geld für die Tätigkeit eines Menschen, der im Gegenzug eine bestimmte Menge an Zeit bzw. persönlichen Einsatz aufbringt. Ja, ganz klassisch, wie wir es alle kennen, vom angestellten Mitarbeiter. Man arbeitet seine 40 Stunden in der Woche und bekommt dafür eine gewisse Summe an Geld als Gegenleistung. Im Gegensatz dazu gibt es eben auch das passive Einkommen, muss nicht durch Dividenden sein. Ich habe hier ein Beispiel gewählt. Man geht zum Beispiel in Vorleistung, das bedeutet, man erstellt einen Online-Kurs oder ein YouTube-Video oder wie auch immer. Und dieser Online-Kurs, der kann dann eben immer wieder besucht werden. Den muss man nur einmal erstellen und immer wieder wird dieser gekauft. Und somit hat man dann eben immer wieder Geldflüsse, ohne erneut Einsatz dafür geben zu müssen. Ja, und so ähnlich ist das auch bei den Dividenden. Man muss sich zwar einmal mit den Unternehmen beschäftigen und man muss auch natürlich das Kapital zur Verfügung haben, um investieren zu können. Aber wenn man die Aktien dann einmal im Depot liegen hat, dann kommt einfach Jahr für Jahr die Dividende aufs Konto und man muss hier kein zusätzliches Kapital mehr investieren. Ja, aber Achtung, man kann es nicht oft genug sagen, die Dividende ist nicht der neue Zins und das Unternehmen ist doch nicht verpflichtet, Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Also es kann Jahre geben, in denen das Geschäft schlecht läuft, wo keine Dividende ausbezahlt wird. Es kann aber auch Unternehmen geben, die generell nie Dividende zahlen. Also eine Dividende ist niemals garantiert. Ja, und zum Thema passives Einkommen durch Dividenden habe ich euch auch ein Beispiel mitgebracht und zwar: Das Unternehmen Johnson & Johnson kennt in letzter Zeit natürlich jeder, aber das Unternehmen hat schon eine viel längere Historie. Und zwar werden seit über 60 Jahren Jahr für Jahr die Dividenden erhöht. Und so hat man natürlich heute, wenn man da schon lange dabei ist, große Freude mit dem Investment. Aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,33%. Da sieht man ja, wenn man heute 1000 US-Dollar investiert, entspricht das einem passiven Einkommen von 23,30 Euro pro Jahr, muss man dazu sagen. Also da wirkt es auf den ersten Blick nicht so, als hat man da wahnsinnig viel davon. Aber wenn man da schon mal mehr Geld investiert hat und das lange liegen lässt, bekommt man eben Jahr für Jahr die Dividende. Daher auch das Beispiel: Hätte man bereits 1999 investiert, die 1000 US-Dollar, dann hätte man heute bereits über 1000 US-Dollar nur an Dividenden erhalten. Das bedeutet, man hätte quasi sein Risiko schon nur durch die Dividende wieder ausgeglichen. Man hat sein Geld zurück, ohne dass man Aktien verkaufen musste. Man besitzt die Aktien weiterhin, welche heute über 3000 US-Dollar wert wären. Und die Dividendenrendite auf den Einstiegskurs liegt auch bei deutlich über 8%, über die wir uns dann Jahr für Jahr freuen können. Aber da möchte ich noch dazu sagen, das ist jetzt nicht so ein Beispiel, das ich herausgesucht habe. Was wäre, wenn man vor 20 Jahren in Amazon investiert hätte oder so? Nein, Johnson & Johnson war damals schon ein solides Unternehmen und ist es heute noch. Und ich gehe auch davon aus, dass es in 20 Jahren wieder ähnlich aussehen wird, wenn man heute investiert. Ähnlich wie bei Coca-Cola, wie bei Procter & Gamble. Also das sind einfach die soliden Dividendenaktien, mit denen man langfristig Freude hat. Ja, und wie viel Prozent Dividendenrendite sind heute überhaupt noch realistisch?
an den, ich nenne es mal, überhitzten Aktienmärkten. Wir wissen es alle, die Aktienmärkte sind von Rekordhoch zu Rekordhoch gestiegen die letzten Jahre und somit natürlich auch die Dividendenrenditen deutlich niedriger wie noch vor ein paar Jahren. Und da möchte ich gleich beginnen mit einem Hinweis. Also Achtung, hohe Dividendenrenditen sind ein Warnsignal und kein Kaufsignal, ähnlich wie hohe Renditen bei Anleihen. Bei Anleihen ist es das Gleiche. Wenn es sehr hohe Zinsen gibt, dann ist natürlich auch das Risiko hoch. Und bei Dividenden ist es dasselbe. Wenn ihr irgendwo seht, 5, 6, 7, 8% Dividendenrendite, gibt es das eigentlich nie ohne Risiko oder zumindest nicht ohne Grund. Da muss man sich das dann ansehen. Es gibt natürlich Märkte, die deutlich günstiger bewertet sind wie die USA. Aber die Standardunternehmen, wie zum Beispiel Johnson & Johnson, Coca-Cola, die gibt es nicht mit 5% Dividendenrendite. Und daher immer vorsichtig sein bei der Auswahl der Aktien und nicht nur auf die Dividendenrendite schauen. Ja, worauf sollte man als Dividendeninvestor jetzt eigentlich achten? Wichtig, eigene Kriterien überlegen und diese konsequent verfolgen. So mache ich es in jedem Video. Wenn ihr eine Aktienanalyse von mir schon mal angesehen habt, dann kommen zum Ende des Videos immer die Dividenden-TV-Investmentkriterien und diese befolge ich eben immer und sind auch meine Kriterien, ob ich langfristig in ein Unternehmen investieren möchte oder nicht. Also, was die Dividende betrifft, gibt es vier wichtige Punkte. Zum einen die Dividendenrendite. Natürlich sollte diese auch angemessen sein und nicht bei 0,03%, dann hat man auch nichts von der Dividende. Dividendenkontinuität, das bedeutet eben, wie lange kann die Dividende schon Jahr für Jahr erhöht werden oder zumindest gleich behalten werden. Und da gibt es eben in den USA viele sogenannte Dividendenaristokraten, die schon seit über 25 Jahren die Dividende Jahr für Jahr erhöhen. Dann natürlich das Dividendenwachstum. Häufig gibt es Unternehmen, die vielleicht noch eine niedrige Dividende ausschütten von 0,5 oder 1%, aber dafür wächst die Dividende jedes Jahr im zweistelligen Prozentbereich und so kann natürlich auch über viele Jahre ein sehr schönes Investment daraus werden. Ausschüttungsquote ist auch interessant, diese sollte nicht zu hoch sein. Wenn wir über 100% vom Gewinn oder vom Cashflow ausschütten, dann kann das langfristig nicht gut gehen, wenn das Unternehmen eben mehr ausschüttet, als es eigentlich verdient. Und somit sollte die Ausschüttungsquote auf jeden Fall deutlich unter 100% liegen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch andere Kennzahlen oder Kriterien, auf die man achten sollte. Man sollte nicht nur auf die Dividende schauen, sondern auch der Begriff Burggraben, der wurde von Warren Buffett geprägt und bedeutet einfach, wie gut ist das Unternehmen vor der Konkurrenz geschützt. Zum Beispiel wieder Coca-Cola, sehr starke Marke. Natürlich gibt es auch andere Cola-Getränke, aber die können eben bei weitem nicht die Preise verlangen, die Coca-Cola verlangen kann. Ja, dann die Geschäftsentwicklung. Wie entwickelt sich Umsatz, Gewinne, Marge? Wenn natürlich die Umsätze und Gewinne immer weniger werden, wie soll dann auch die Dividende steigen in Zukunft? Also auch ganz wichtig, die Verschuldung des Unternehmens. Ja, wenn ein Unternehmen schon hoch verschuldet ist, dann kann es natürlich auch nicht langfristig gut aussehen mit der Dividende. Und ja, und natürlich ist auch die Bewertung relevant. Da kann das Unternehmen noch so gut sein. Wenn der Preis dafür viel zu hoch ist, dann macht es auch keinen Sinn, in dieses Unternehmen zu investieren. Ja, wie viel Prozent Dividendenrendite sind möglich? Das ist jetzt natürlich die entscheidende Frage. Meiner Meinung nach, wenn man in diese Standardaktien investiert, dann sind 3% Dividendenrendite brutto, muss man dazu sagen, ungefähr realistisch im aktuellen Marktumfeld. Es gab natürlich schon Zeiten, da waren vielleicht 4% möglich. Und wenn man höhere Dividenden erzielen möchte, es gibt natürlich Aktien, die zahlen höhere Dividende, dann hat man halt entweder erhöhte Risiken oder Renditeeinbußen oder man muss eben sehr, sehr genau recherchieren. Man muss in Märkten suchen, die nicht so bekannt sind und liquide sind wie der US-Markt oder der europäische Markt. Da muss man dann schon etwas auf exotische Aktien zurückgreifen und da ist natürlich die Recherche auch deutlich schwieriger. Also über 3% sind schon möglich, aber die 3% bei Standardaktien sind aktuell so ein guter Wert, würde ich sagen. Hier habe ich noch ein Beispielportfolio, zum Beispiel mit den Standard-Dividendenaktien, die man eben so kennt: Coca-Cola, PepsiCo, Unilever,
Procter & Gamble, Johnson & Johnson, 3M, Colgate, Palmolive, das sind eben lauter Aktien, wo man sagt, ja, die werden Jahr für Jahr die Dividende weiter steigern, die schaffen das schon seit sehr vielen Jahren. Dann habe ich noch Beispiele mit etwas höherer Dividende, zum Beispiel die Allianz mit schon fast 5% Dividendenrendite, aber vielleicht hat man dann auch Aktien im Portfolio wie Alphabet, die gar keine Dividende zahlen und somit wird im Durchschnitt wieder so ungefähr auf die 3% Bruttodividende im aktuellen Marktumfeld kommen. Ja, dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, nicht in Einzelaktien zu investieren, sondern in eine ETF-Lösung. Und hier habe ich mal den Vanguard All World High Dividend ausgewählt. Ja, so hoch ist die Dividende hier auch nicht mehr, liegt auch eben bei den 3%, die ich gerade angesprochen habe. Und in der Vergangenheit lag hier auch die Dividende schon über 4%. Aber die Vergangenheit hilft uns ja nicht weiter. Wir müssen heute schauen, was wir für Möglichkeiten haben. Und da gibt es viele Seiten, die eben sich auf ETF spezialisiert haben. Da könnt ihr zum Beispiel bei ETF 1 mal vorbeischauen und da könnt ihr euch dann ETFs heraussuchen, die eben auch auf hohe Dividenden abzielen. Ja, wie groß muss das Vermögen nun sein, um die 1000 Euro Dividende im Monat zu bekommen? Ja, und da sieht man schon, 400.000 Euro wären das ungefähr. Bei 3% Dividendenrendite sind das eben 12.000 Euro pro Jahr. Das bedeutet, es gibt keine Zauberformel, wie man eben diese 1000 Euro Dividende erreicht. Man muss da wirklich sehr, sehr lange investieren und wirklich Geld zur Seite legen, dass man das schafft. Aber ich würde mir auch zuerst mal kleinere Ziele setzen. Man kann sich ja auch schon mal über 50, 100 oder 200 Euro Dividende pro Monat freuen. Ist auch schon mal eine Erleichterung und auch schon ein passives Einkommen. Und irgendwann hat man dann vielleicht auch die 400.000 erreicht und man bekommt die 1000 Euro Dividende. Ja, und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, ist dieses Vermögen als Normalverdiener, als Angestellter überhaupt realistisch? Ja, aber es benötigt sehr viel Zeit und man muss natürlich vorsichtig sein mit solchen Berechnungen, denn niemand kennt die Renditen der Zukunft, man kennt nur die Renditen der Vergangenheit. Ja, ich habe aber dennoch mal ein Beispiel vorbereitet. Und zwar eine Person, die mit 30 Jahren an der Börse startet. Anfangskapital von 30.000 Euro. Ich denke, das ist realistisch, dass man sich das bis zum 30. Geburtstag angespart hat. Monatliche Sparrate von 350 Euro. Rendite ist hier mal mit 5% angenommen. Das ist weniger, wie man in der Vergangenheit erzielen konnte. Aber ich rechne lieber etwas vorsichtiger. Und natürlich eine Ansparzeit von 30 Jahren, also schon sehr lange, bis 60 eben in diesem Beispiel. Und dann kommt ein Endkapital von 416.000 Euro heraus und somit auch die über 1000 Euro Dividende. Natürlich, wenn jemand schon mehr Startkapital hat oder jemand mehr sparen kann, dann kann man sich das ganz einfach in so einem Zinseszinsrechner einmal ausrechnen, was da möglich wäre. Ja, und wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr an der Börse starten sollt, dann kann ich euch auf jeden Fall meine Musterportfolios empfehlen. Schaut euch diese Videos auch gerne mal an. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start ins Jahr 2022 und macht's gut und weiterhin viel Erfolg an der Börse.